kann nicht sexistisch sein. Ich bin bi. Ja, ich bin raumerlebend. Ich bin vielleicht ein Macker, aber ich sehe da jetzt nicht so das Problem, weil du weißt, ich bin Feminist. Ist doch voll sexistisch. Ich weiß doch, dass ich Feminist bin. Das mit dem White Male Privilege finde ich blöd. Ich meine, ich werde doch auch vom Patriarchat unterdrückt. Frauen wollen andauernd moderne Männer, springen aber dann trotzdem mit irgendwelchen dummen Machos ins Bett. Ist ziemlich gut, auch mal eine coole Feministin kennenzulernen. Ich bin ja auf so einer komischen Kostümparty gelandet. Aber mädelstechnisch ist echt nicht viel los, also brauchst nicht kommen. Forschungsrunde mit Pronomen? Forschungsrunde mit Pronomen? Beste Idee war das denn? Ja, Lena feiert Geburtstag. Ja, so eine Genossin. Du sagst sowieso, mein Pronomen ist er oder sie. Verstehe ich nicht. Jetzt sieht man doch. Sie hat mich halt gefriendzoned, ne? Wie ist denn das so, als Frau nachts auf der Straße Angst zu haben? Ich kann dich in einem Satz vom Feminismus überzeugen. Es kommt halt gut an bei den Mädels, ne? Ich finde, du betrachtest es alles viel zu subjektiv. Wenn du mich kritisierst, musst du halt damit rechnen, dass ich mich dagegen wehre. Victim Blaming, du weißt schon, was es ist, oder? Ja. Du stellst es immer so dar, als hätten Männer keine Gefühle. Ja, also ich weiß, war das ziemlich scheiße. Die haben dann nur geguckt, weil die nicht abstimmen. Das ist einfach nur das nötige Selbstwertgefühl. Was erwartest du eigentlich vom pubertierenden Jungs? Natürlich glotzen die. Also Komplimente muss man auch annehmen können. Die ganzen Hormone, mit denen sie halt zu kämpfen haben. Also Betroffenheit ist kein Argument. Sei es ein Ausschnitt oder einfach mal unterm Rock, das ist völlig normal. Die Feministen fordern immer... Feministen? Also die Feministen. Feministen. Die Feministen. Feministen. Du hast nicht gegendert. Du kannst nicht einfach durch die Gegend rennen und sagen, hier Feminist, dies, das. Also da muss ja auch ein bisschen Substanz dahinter und ich habe gelesen. Also bei Marx? Und das sage ich als erfahrener Feminist. Es gibt einfach nicht so gute Schriftstellerinnen. Ey, du hast nicht mal Simone de Beauvoir gelesen. Also bei Marx? Habe ich etwas falsch gemacht? Also rational betrachtet. Es gibt halt auch kulturelle Prägungen, die seit Jahrtausenden existieren. Da kann man nichts machen. Definitionsmacht ist autoritär und damit automatisch scheiße. Nur weil ich nicht so dogmatisch bin wie du? Was? Franz soll sich sexistisch verhalten haben? Ich glaube, du steigerst dich da an was rein. Ja, Steffi, ich verstehe dich doch, aber du musst mich auch verstehen. Sie ist einfach nichts für mich. Sie ist einfach nicht emanzipiert genug. Du willst wirklich Mutter werden? Dir ist schon bewusst, dass du dann total ausgebeutet wirst. Ich dachte, du wärst progressiv. Also ich finde, Jungs brauchen immer einen Vater. Yeah, gegen den christlichen Fundamentalismus. Christenfisten. Ich bin Poli, aber meine Freundin, die kommt damit gar nicht klar. Die ist sowas von krass eifersüchtig. Hast du heute Abend schon was vor? Also wenn ich stillen könnte, würde ich ja auch mehr fürs Baby tun. Kann mir keine prostituierte Sexarbeiterin erzählen, dass sie glücklich ist. Der Mensch ist ja auch fähig zur Selbstbetrug, ne? Ich bin ja wohl der Queerste hier von allen. Wer von den männlichen Anwesenden hat hier denn schon mal einen Schwanz im Mund? Du etwa? Nö. Das geht an dich. Wann soll ich bitte rumgemackert haben? Fett. Ich mache ja den Haushalt. So gut ich es kann, aber ich finde einfach, dass ihr Mädels den Schmutz besser sehen könnt. Du bist so anders als die anderen. Ich stehe auf Mann. Reclaim the M-Word. Macker. Also, ich finde, Männer kochen aus Leidenschaft, aber tut mir leid, Frauen kochen aus Zwang. Ich an deiner Stelle. Wenn ich trans wäre, wenn ich lesbisch wäre, also wenn ich du wäre, also wenn ich bi wäre, ja? Also wenn ich eine Frau wäre.
würde das anders machen. Ist das eigentlich sexistisch, wenn ich dir sage, wie schön deine Augen heute Nacht leuchten? Ja. Ich bin Feminist. Jo. Was willst du damit sagen? Ich finde, wir könnten ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Weißt du, was sie ernsthaft gesagt hat? Hm. Kennst du diesen Song von Suki? Einige meiner besten Freunde sind Männer. Genau der. Sie meinte, in dem geht's um mich. So ein Quatsch, ey. Kommt sie bloß drauf. Wenn du kritisch bist, doch dich nicht siehst, bleibt das dein Privileg. Ungefragt erklärt er dominantes Redeverhalten und merkt sich, niemand hat ihn gebeten, eine Rede zu halten. Er findet Makatum voll schlimm und ein Sexist ist Scheiß. Aber frag mich dann, ob ich meine Texte selber schreibe. Und klar kennt der Cornells, der gemachte Mann, der referiert Theorien mit deinem Sachverstand, der mich echt erstaunt, das hätte ich nicht erwartet. Und im Anschluss will er wissen, ob ich mit jemandem schlaf. Wenn er findet Nummern zu dritt oder zu viert ganz cool. Und ich frag mich bitte, was hat das mit mir zu tun? Er sei Poli und so, naja, da darf man es fragen. Und brauchst du wegen Poli auf Partys kein Shirt mehr zu tragen? Mir sei auch warm, ich kann aber mit den Blicken nicht leben. Hau dich doch einfach, sagt er. Gerd, du bist Sexist, wie willst du ein Bi sein?